Hallo und willkommen zurück bei FIFA Journey. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Lester? Also, oh, Kapitel 4 Okay. Ausgleich. Alex. Okay, also. Dein letztes Spiel in der Premier League. Die Buhrufe. Wie hat sich das angefühlt? Was hast du gemacht, als du vom Platz gekommen bist? Gekotzt. Mann, das war schlimm. Ja. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich gemacht habe ich eigentlich nicht viel. Ich wollte nur noch weg, weißt du? Ja, genau das. Genau das. Dieses Gefühl. Erinnere dich an dieses Gefühl. Okay, nutze es. Nimm es mit. Durch die ganze Szene. Und wenn er dir eine Coca-Cola anbietet, dann wirst du sie trinken. Saugeil. Echt nett? Ja, großzügig. Großzügig. Du trinkst die Coca-Cola. Spüre, wie sie erfrischt. Wie sie dich motiviert. Und du gibst ihm was Besonderes, dass er diesen Moment nie vergisst. Das ist alles. Das kriegen wir hin. Du schaffst das. Ja. Bereit? Yep. Sehr yep. Gut. Fertig machen zur Probe. Oh, wir machen unsere erste Werbung. Ruhe bitte. Und Action. Hey Alex. Alex Hunter? Ja. Vergiss die. Die haben keine Ahnung. Du bist der Größte. Das stimmt hey, allerdings. Willst du mal eine Coke? Sogar eine Cola Zero, sieh schon an. Okay, du kannst sie haben. Wenigstens ja. Ja, okay. Haben wir null Zucker. Immerhin etwas, ne? Wow, das wird mir keiner glauben. Hast du ein Handy? Ja. Komm her. Cut. Ja! Genial. Das war großartig. Sogar beim ersten Mal. Okay. Mann, ich war ein bisschen nervös. Habe ich zu stark geschwitzt? Nein, das war unglaublich. Das war... Cool, Mann. Hast du alles drauf? Ja, seht mal, ich bin ein Werbestar. Haha. Aber ich muss sagen, also wie gesagt, das letzte war ja, glaube ich, wo wir mit der Kim gespielt haben. Hieß sie so? Ja, Kim Hunter. Das fand ich auch richtig geil. Das war wirklich von Journey geil gemacht, dass man mal die Frauennationalmannschaft spielen konnte. So, blöde Zeitdifferenz. Ich wünschte, jemand würde mich wecken, wenn du spielst, Alexander. Alexander, vielleicht liege ich falsch, aber da die LA Galaxy Conference Platz 3 bis 6 belegt haben, gibt es eine extra Playoff-Runde und die kommt jetzt. Saugeil. Also haben wir es jetzt geschafft. Jetzt geht's, glaube ich, ins K.O.-System. Und wir haben den Coca-Cola-Deal. Glückwunsch zum Coca-Cola-Deal, Alexander. Kriege ich jetzt kostenlos Cola bis ans Lebensende? Der Trainer weiß von nichts. Ja, da schauen wir mal, was sich da machen lässt. Mein großer Bruder Alexander in einem Coca-Cola-Werbespot. Unglaublich. Alexander hat Talent auf und neben dem Rasen. Kompliment. Viel Glück bei den heutigen Aufnahmen für den Coca-Cola-Werbespot. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, konzentrieren wir uns jetzt aber mal wieder auf den Fußball. Und ist das jetzt der Pokal? Ah, okay, der Pokal ist dann quasi die Playoff-Runde, ne? Oder? Ist das einfach nur der Pokal? Das ist eine gute Frage. Ich kenne mich da in der Liga nicht aus, aber wir gehen mal da rein, um zu gewinnen. Wie in jedes Spiel eigentlich. Ich hoffe, dass wir auch gewinnen können. Heute jetzt um alles. Bei einem Sieg stehen wir im Konferenz-Halbfinale. Oder verliert und alles war umsonst. Heute müsst ihr alles aus euch rausholen, Leute. Gebt eure Herzen und Seelen für den Sieg. Dann könnt ihr alles erreichen. Auch das, was euch keiner zutraut. Wir müssen gewinnen. Wie der Mexikaner, dem keiner eine WM-Teilnahme zutraute. Si se puede. Ja, jetzt hoffe ich, dass wir sie auseinanderholen. Wäre natürlich geil.
Die Aufgaben können wir eigentlich sogar schaffen. Kapitel 4. Wir machen eh jedes Training. 5 Tore können wir erzielen, denke ich. Wenn wir weiterkommen, wenn wir nicht rausfliegen. Und den Cup können wir auch gewinnen. Also auf jeden Fall mal realistische Ziele. Herzlich willkommen zu dieser Partie, liebe Zuschauer. Die Galaxy also in den Playoffs. Vor kurzem eigentlich noch undenkbar. Ja, aber dann kam Alex Hunter. Also ich kann nur sagen, er ist für den Aufschwung verantwortlich. In der Form muss die Saison noch lange nicht vorbei sein. Wir müssen gewinnen. Leute, wir müssen einfach gewinnen. 2003 wurde es eröffnet, das StubHub Center hier im Süden von Los Angeles. Und bei der Eröffnung war auch einer der größten Spieler aller Zeiten dabei, Pelé. Der ließ sich das nicht nehmen. Er war ja nicht ganz unbeteiligt am Aufschwung des Fußballs in Amerika, hat Ende der 70er selbst in den USA gespielt. Komm. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie spielen es hier heute in einem 4-4-2, Buschi. Noch was zu ergänzen? Vielleicht nur, dass sie vorne mit einer hängenden Spitze agieren. Häufig stehen bei dieser Formation ja beide Stürmer auf einer Höhe. Dürfen das hier auf keinen Fall verlieren. Hier ist so ein wichtiges Spiel. Einfach die Konzentration. Ich würde halt eben gerne den Pott holen oder auf jeden Fall aufsteigen, je nachdem, was das jetzt hier ist. Jetzt müssen sie aufpassen. Jones. Alessandrini. Und jetzt ein Schuss. Oh. Tolle Parade. Na, da war in der Mitte keiner frei, sonst hätte ich wieder die Vorlage gemacht. Und jetzt die Chance. Seien sie in Führung gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso, war natürlich eine Riesenchance. Wir dürfen das hier nicht verlieren, Leute. Das könnte die Chance werden. Egal was passiert. Sauber vom Ball getrennt hier. Alessandrini. Egal was passiert, wir dürfen auf keinen Fall verlieren. Jones. Würde mich so ärgern. Auch wenn ich nicht wirklich Hunter. Mich jetzt hier zu LA Galaxy hingezogen fühle, wäre es trotzdem Weltklasse. Jetzt Hunter, jawohl, und Hunter, oh nein! Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung. Aber der Abschluss war einfach nicht gut genug. Wir lassen schon wieder so viele Chancen liegen, dass hier rechts sich wieder, ich weiß jetzt schon. Könnte ich jetzt schon faulen. Jones. Schöner Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und er gewinnt den Zweikampf. Früh wird er jetzt gestört. Torres. Kommen wir nicht faulien. Flanke jetzt. Flanke bleibt hängen. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Zart ist jetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh, dann. Da gibt der Freistoß. War keiner frei. Ah, wie ärgerlich. Jetzt nur nicht in den Konter laufen. Komm, Ball nach hinten. Wieder ein bisschen Ruhe aufbauen. Alex Hunter. Wird's jetzt gefährlich? Oh, komm. Ja, vielversprechende Aktion. Da trennt er ihn fair vom Ball. Hunter. Oh, Hunter mal mit deinem Fehlpass. Kommt ja auch nicht so oft vor. Dos Santos. Was Passspiel angeht, sind wir eigentlich immer Weltklasse. Oh, schöner Pass. Das könnte gefährlich werden. Da passt er auf und kann klären. Und das ist der Ballverlust. Oh, wie blöd. Warum passt du? Passt doch zurück. Torres. Oh, saugut. Erfolgreich gegrätscht. Sehr gut und sehr wichtig. Boateng. Das hier war jetzt nichts, oder doch? Hunter. So langsam wird's gefährlich. Jetzt aber. Oh, passt so, doch. Natürlich, ich wollte Problem. Zurückpassen. Er holt sich den Ball. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Oh. Wird das eine Torchance? Die Defensive steht.
Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Jones. Klasse Aktion, Ball ist weg. So, in der zweiten Halbzeit müssen wir auf jeden Fall konzentrierter spielen. Wir machen wieder das ganze Spiel, bekommen aber wieder keinen Ball rein. Wir haben die anderen eigentlich gut unter Kontrolle bis jetzt, aber wir wissen ja, wie das im Fußball so läuft. Wenn wir jetzt unser Tor nicht machen, dann machen es nämlich die anderen. Ist ja immer so. Wieder hoch, jawohl. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt durch. Jones. Ja. Und jetzt Schuss. Und oh. Ecke für die LA Galaxy. Jetzt Eckball. Legend. Elfmeter. Ja. Es gibt Strafstoß. Ja. Wenn ich ihn jetzt verschieße, kotze ich. Oh, ja, er läuft mal durchs Netz. Kein Problem. Und ich den Pfosten auch noch. Wer kennt's nicht? Am besten jetzt durch die Werbeplatte. Ja, gehen wir mal weiter. Er hat keine Lust mehr. Geht einfach nach Hause. Oh Mann, Hunter, das hier wird wichtig. Ja! Geil! Ganz souverän verwandelt, dieser Elfmeter. Nochmal der Elfer. Mal schieße ich immer nach rechts. Zum Glück habe ich da nicht hingeschossen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das hier war richtig wichtig. Jetzt könnte es gefährlich werden. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das frühe Pressing jetzt. Und nun Kubo. Oh ja. Jetzt müssen wir nur noch schnell das 2-0 machen und dann ist wieder ein bisschen Ruhe da. Abgefangen, gut gemacht. Auf jeden Fall spielen wir aktuell besser wie die Deutschen bei der WM. Mit dem Wechsel. Oh, bis jetzt, wir haben es geschafft. Wir haben heute unser Tagesziel erreicht. Nein, weil die Deutschen sind ja bei der WM hier gnadenlos ausgeschieden. Hätte ich auch nie erwartet. Als Gruppenletzter. Sogar gegen Südkorea konnten sie nicht gewinnen. Nicht gut gearbeitet. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Ah, es war bitter. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Torres. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sauber. Kommt, Leute. Wir haben alles in der Hand. Aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ah. Dos Santos. Der Ball zu Hunter. Jetzt wird Eckball. Geben. Ah, egal, solange wir in der Offensive sind, kann nichts passieren. Sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen, noch liegen sie hinten. Szene geht weiter. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Oh, oh. Guter Pass. Den wollte er ganz alleine machen, aber da wird er aufgehalten. Nur ruhig Blut, wir haben Zeit, Leute. Dos Santos. Oh, aber doch nicht so Zeit. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh, nun Kubo. Oh nein. Jetzt vielleicht. Klasse. Oh, war das gut gehalten. Stark gemacht, verhindert hier den sicheren Treffer. Jetzt will ich ein bisschen auf Zeit spielen und dann geht's direkt in die Hose. Ashley Cole mit der klar, gelben. Dass er da noch gelb zeigt, das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Ah. Genau so musst du das machen. So, jetzt passt auf, Leute. Ecke kommt rein. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Einmann frei. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da strauchelt er kurz, aber jetzt hat er das Gleichgewicht wieder. Und jetzt ein Schuss. Oh Mann, jetzt drehen die auf, ey, die letzten 20 Minuten. Ich fasse es nicht. Es gibt Eckstoß. Passt auf, Leute. Jetzt kommt die Ecke. Szene ist noch nicht vorbei. Weg. Der Ball muss weg. Es liegt Alexander da auf dem Boden rum. Wird's jetzt gefährlich? Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Da kommt die Flanke.
Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Oh, setz dich doch durch. Sie haben den Ball. Regulär sind es noch 7 Minuten. Jetzt die Flanke. Alessandrini. Immer weg mit dem Ding. Beasley. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Da können sie erstmal klären. So. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Puschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt wird. Boah, jetzt haben wir wieder mal ein bisschen Ruhe. Das hier war am Anfang doch zu viel. Jetzt Eckball. Ball kam gut, aber erstmal wieder Eckball. Die Uhr läuft runter und wir haben es geschafft. Zwar nur durch einen Elfmeter, aber. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. Da wird keiner meckern. Gibt's noch extra. Oh, oh. Und nun Kubo. Defensiv machen sie es gut. Ja. Schlusspfiff in dieser Partie. Das war's. Gott sei Dank. Die Galaxy steht im Halbfinale der Western Conference. Und das muss noch lange nicht das Ende sein, Wolf. Die sind gut drauf. Ich glaube, man kann sogar schon Richtung Finale gucken. Halte ich in dieser Form für möglich. Sie haben gewonnen. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Wir haben alles erfüllt heute. Saugeil. Oh Mann, war das hier wichtig. Aber wir haben es geschafft. Das war wirklich mal richtig knapp. Naja gut, wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, muss halt eben mal ein Elfmeter sein. Schön den Elfmeter versenkt. Bei diesen hervorragenden Steilpässen hast du gezeigt, was in dir steckt. Schöne Pässe nach vorne. Damit leistest du einen entscheidenden Beitrag zum Vorwärtsdrang der Mannschaft. Und klasse kurz. Pässe heute. Oh Mann, das hier war echt... Und jetzt davon noch 3 Spiele. Uiui. Oh, das kann ja was werden. Aber es gibt wieder Minz. 3.100, immerhin. Jetzt haben wir schon 15 Millionen Transfersmarktwert. Und bald haben wir die 500.000 Follower. Oh, bei 3 Sachen hoch. Bei Pass, Defensive und Dribbling. Und? Na. Bald haben wir die 80 erreicht. Ui, das war echt knapp. Aber die anderen hatten auch, wie gesagt, sie hatten zwar am Schluss noch eine kurze Druckphase. Aber so viele Chancen hatten sie jetzt nicht. Wer ist denn unser nächster Gegner? SKC, gegen wen haben die denn gewonnen? Gegen keinen hier irgendwie. Aber das ist bestimmt dann aus der anderen Liga. Das sind ja 2. Dann sind wir jetzt im Halbfinale. Es sind nur noch 2 Spiele sogar. Dann haben wir es jetzt ins Halbfinale geschafft. Ja, da haben wir der Mannschaft Hoffnung gegeben. Und ja, ich würde dann sagen, beenden wir für heute die Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Hunter, und ich hoffe, dass wir es dann auch schaffen, aufzusteigen. Bis dann, ciao, ciao.